Ein wahres Rasseweib. Und das kann ich überhaupt nicht verstehen. Scheinbar immer noch schwer vermittelbar. Obwohl sie jetzt über einen Hundeflüsterer gelernt hat, die Männer besser zu verstehen. Frauen, haltet eure Männer fest. Hier ist sie, unsere lustige Witwe Lotte Moser oder auch Moserlotte genannt. Schönen guten Abend, Baunatal. Hier ist sie wieder, eure Lotte Moser, auch Moserlotte genannt. Ich bin ja so aufgeregt. Ich konnte es kaum abwarten, euch alle wiederzusehen. Es gibt Neuigkeiten. Na, kommt ihr drauf? Ihr wisst ja, dass ich meinen Hans Werner vor ein paar Jahren durch einen tragischen Unfall beim Kochen verloren habe. Es war vielleicht eine Sauerei, bis ich die Pfanne wieder sauber hatte. Und ihr wisst ja auch, dass ich seitdem alleine bin. Also mehr so untenrum. Wenn mein Gynäkologe nicht wäre, es wäre nicht zum Aushalten. Alles wilde, unberührte Natur, die nur darauf wartet, entdeckt zu werden. Und kein Forscher in Sicht. Da kann man schon mal sensibel werden. Ich bilde mir ja mittlerweile ein, wenn ich im Radio höre, uns liegen zurzeit keine Verkehrsmeldungen vor. Die reden über mich. Aber, meine Lieben, das Warten hat ein Ende. Und das war so. Mein Bügelkorb brechend voll. Ich stelle mich also eines Abends ans Bügelbrett, um meine Hemdchen und meine Schlüpferchen zu bügeln. Da läuft im Fernsehen eine Sendung über Hunde. Gut, jetzt besitze ich keinen Hund, aber der Hundetrainer hat mir gut gefallen. Martin Rütter. Ich habe mir sofort alles von ihm auf DVD besorgt. Ich meine, der Mann ist ein Genie. Er sagt, in der Erziehung mit den häuslichen Vierbeinern, da sind nur drei Dinge wichtig. Erstens, kurze, klare Ansagen. Sitz. Oh, jetzt gucke ich zu Herrn Schraub, den meinte ich gar nicht. Das würde ich mir nie erlauben. Sitz. Zweitens, konsequentes Handeln. Nein, Sitz. Und drittens, Lob für gutes Verhalten. Diese drei Regeln, die habe ich sofort verinnerlicht und geübt. Ich meine, der Alltag bietet einem doch genügend Gelegenheiten zum Üben. Jetzt merke ich aber gerade, dass die Herren hinter mir mit den Augen rollen und denken, lass die Lotte ruhig quatschen. Frauen haben keine Ahnung von kurzen, klaren Ansagen. Nein, das wüsste ich aber. Ich bin durchaus in der Lage, beim Bäcker zu sagen, zwei Brötchen bitte. Kurz und knapp, wie ein Kerl. Aber wie unsozial ist das denn? Hör mal, die ungelernte Hilfskraft, die da so am Tresen steht, die freut sich doch, wenn ich an ihrem Leben Interesse zeige. Sie hat ein neues Tattoo. Ihr Freund ist mit ihrer Tante durchgebrannt. Und sie arbeitet am allerliebsten Frühschicht, damit sie die Sendungen im Unterschichtenfernsehen... Entschuldigen, das darf man gar nicht sagen. Damit sie die Nachmittagssendungen im Assi-TV nicht verpasst. Da kriegt sie immer die besten Ratschläge. Was tue ich,
wenn der Spanner von gegenüber kein Interesse mehr an mir zeigt. Und rufe ich die Polizei, wenn die Nachbarin in der eigenen Wohnung seit Monaten ihrem neuen Beruf als Vaginalfachverkäuferin nachgeht. Ja, und was tue ich, wenn die eigenen Eltern Geschwister sind? Ich meine, ich bitte euch, das alles hätte ich doch niemals erfahren, wenn ich einfach nur gesagt hätte, 2 Brötchen bitte. Gut, durch das kleine Gespräch will mir das Mädel jetzt noch ein paar Kreppeln verkaufen und den Kuchen vom Vortag. Der kostet heute nur noch die Hälfte. Ich kann also sparen. Ich kann sparen, wenn ich zu den 2 Brötchen noch die Kreppeln und den Kuchen nehme. In meinem Inneren höre ich 2 Stimmen. Lotte, kauf den Kuchen. Und die andere Stimme sagt, Lotte, hast du nicht gehört, du sollst den Kuchen kaufen? Aber jetzt ist konsequentes Handeln angesagt und ich sage tapfer, nein, aus, das ist pfui. Glücklich verlasse ich die Bäckerei, ich bin standhaft geblieben. Jetzt ist es Leckerchen für mich. Martin Rütter wäre so stolz auf mich. Und dann habe ich mir vorgenommen, da mir ja der Hundeprofi so viel über Männer beigebracht hat, ich probiere das Erlernte mal am Zweibeiner aus. Ja, ihr werdet staunen, das klappt. Im Tanzcafé zur letzten Chance, da habe ich einem Herrn, der mich... ja, der dauert immer ein bisschen. Da habe ich einem Herrn, der mich zum Tanzen aufgefordert hat, kurze, klare Ansagen erteilt. Oskar, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Ja, ich will es auch. Rechts, links, rechts, links. Hör mal, da fängt der Kerl an, rumzueiern, guckt so an mir entlang und sagt, Lotte, für dein Alter siehst du ja noch recht ansehnlich aus, aber ich habe ja Lust auf was richtig Scharfes. Und dann sagt er, also die schärfsten Frauen, Lotte, das sind nun mal Indianerinnen und Russinnen. Ja, habe ich gesagt, das trifft sich ja gut. Mein Spitzname ist Pocahontas Romanova. Dankeschön. Hello, Barnatal. Unsere wilde Lotte Moser, die wie immer kein Blatt vor den Mund nimmt. Liebes Publikum, für Andrea C. Ortolano aus Kassel ein dreifaches Barnatal. Lotte, euer Fernsehen. Kapellmeister, bitte einen heißen Ausmarsch für unsere Lotte.